Ich habe schon relativ häufig jetzt in den vergangenen Monaten mit Menschen geredet und ehrlicherweise zugeben müssen, dass ich persönlich ehrlicherweise wenig bis kaum betroffen bin von der Situation. Das heißt, theoretisch könnte es mir egal sein. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe keine Kurzarbeit, in die ich jetzt gefallen bin. Das heißt, ich habe keine finanziellen Einbußen gehabt. Mein näherer Familien- und Freundeskreis hatte da doch schon mehr Probleme als ich. Aber ich persönlich bin da in keiner Weise so sehr begrenzt worden, dass ich sagen würde, da gibt's so der Punkt ist es gewesen, der mich dann getriggert hat. Es ist die Gesamtsituation gewesen. Ich war auch vor Corona relativ politisch unterwegs. Und all die anderen Themenbereiche, die letzten Jahre auch im Fokus standen, also von der Flüchtlingskrise, von der Klimapolitik, all die ganzen großen Themen, die haben mich auch schon, ja, im Grunde genommen irgendwie in deren Bann gezogen. Obwohl ich auch da vielleicht gar nicht unbedingt diesen Bezug zu hatte. Es geht mir einfach tatsächlich darum, vielleicht zum einen die Solidarität mit den Leuten auch zu suchen oder zu finden und denen die Solidarität zu zeigen, die davon betroffen sind. Das heißt, meiner Meinung nach muss ich ja nicht persönlich betroffen sein, um trotzdem mit jemandem mitfühlen zu können. Und es geht aber auch um das Gesamtbild. Das heißt, vielleicht betrifft es mich jetzt nicht, vielleicht betrifft es mich aber in einem Jahr, in 2 Jahren, in 10 Jahren. Und vielleicht betrifft es ja auch vor allem, und das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema jetzt gerade, die Generation nach mir. Also ich bin 26, da könnte ich natürlich sagen, ne, ich bin selbst noch die Generation, die jetzt alles, ne, eigentlich gestalten muss. Und trotzdem, irgendwann kommt auch die Zeit, wo ich sage, ne, meine Sache ist hier getan, und dann kommen Leute, die es dann in der Hand haben. Und wenn man jetzt sieht, wie mit den Kindern umgegangen wird in der ganzen Corona-Geschichte, dann, also es fehlen einem die Worte. Und man ist manchmal schon wirklich, ich sag immer, sprachlos vom Sprachlossein. Man weiß nicht mehr, was man sagen soll, und ja, dann steht man da und ist einfach fassungslos. Und wie gesagt, wir haben in der Familie jetzt Kinder, die betroffen sind von dem Ganzen. Man sagt ja auch immer so vermeintlich, oder die Befürworter der Maßnahmen, den Kindern macht das gar nichts aus und die sind da ja auch alle ganz locker mit und die finden das sogar vielleicht ganz toll und so. Das ist so ein ganz enges Bild, finde ich, weil erstens kann ein Kind nicht nachvollziehen, nicht reflektieren, was gerade passiert. Und es weiß auch nicht, was das für Folgen in Zukunft haben kann. Das heißt, nur weil ein Kind jetzt gerade vielleicht nicht die Probleme zeigen kann, heißt das nicht, dass sie nicht auftreten werden. Mhm. Das ist immer so ein super naives Denken, finde ich, auch von vielen Lehrern zum Beispiel, die sagen, ah, unsere Schüler haben gar keine Probleme damit. Es geht nicht darum, jetzt diese Situation einfach nur so zu normalisieren, zu bagatellisieren. Kinder könnten Probleme haben in Zukunft, obwohl die es jetzt nicht zeigen können. Und einfach nur diesen Gedankengang zu gehen und zu sagen, okay, ich schmeiß jetzt diese Floskeln nicht einfach raus, ist alles okay und ist alles ganz, ganz entspannt und den Kindern macht das nichts. Einfach mal ganz kurz in sich zu gehen und zu sagen, was passiert hier eigentlich? Und wie gesagt, also es gibt keinen Punkt, an dem ich gedacht habe, jetzt muss ich irgendwie aktiv werden oder was, sondern es war immer so ein Prozess, in dem ich drinne war.